herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. An meinen Seiten sind die Nabo, Hi. Die, der das Enno und hallo. Die Wanda. Hallo. Und ich wollte Tab drücken, auch nicht schlecht. So, was haben wir vor? Was wollen wir tun? Was sollen wir tun? Also hier in der Mitte von dem Stausee, beziehungsweise Staudamm, wird ein Rebelleningenieur festgehalten, den wir eigentlich einsetzen wollen, um den Radiosender neu zu bestücken. Deswegen müssen wir ihn befreien. Okay. Diese Staumauer ist natürlich ein schwer zu erreichendes Ziel. Ich glaube, ich habe ein leichtes Flimmern auf meiner Brille oder so. Auf jeden Fall sieht es da unten sehr... Ja, jetzt sieht es ein bisschen klarer aus, wa? Das war ein Hitzeflimmern. Ja. Ich glaube auch. Also jetzt habe ich schon so eine hochmoderne Maske von diesem außerirdischen Vieh drauf und es verschwimmt immer noch alles. Auf der Staumauer sehe ich direkt am Eingang am Checkpoint 3 Gegner. Bei der 1? Negativ. Der Typ im Turm ist jetzt schon mal da vorne. Ich habe noch einen Tango. Ich kann die 1 erledigen. Okay. Der ist alleine. Mach. Ist erledigt. Gut. Bis dahin können wir vorrücken. Ich bleib noch dann auf Position und gebe euch Rückendeckung. Willst du nicht gleich den... Obwohl da ja... vorne sind noch drei Gegner, die ihr vorher ausschalten müsst. Ja. Ich glaube, die sind per Simultanschuss am besten zu erledigen. Mhm. Ich genauso. Aber da kommen gerade noch mehr, oder? Ne, das sind Zivilisten. Nee, negativ nur Zivilisten. Okay. Wer nimmt wen? Ich habe alle im Zwei. Ich kann die 3, die 4, die 2 alle machen. Dann nehme ich die 4. Dann mache ich die 3. Okay, das haben wir im Visier. Okay. Dann 3, 2, 1, Schuss. Habe einen. Sehr gut. Ich verändere Position. Vorrücken bis zum Turm. Verstanden. Okay. Oh, es wird nebelig, was gut für unsere Verhältnisse ist. Oh ja. Nur bedingt, dann sehen wir die Tangos aber auch nicht mehr so schnell. Nur Zivilisten vor uns auf der Staumauer. Ja. Kann ich bestätigen. Ist ein schöner Ausblick, aber... gefährlich. Zweites Ziel da drüben. Okay, wir können schon mal auf die Hälfte vorrücken. Okay. Aber halt noch außerhalb der Sichtweite. Ich glaube aber, Reaper muss auch mit vorrücken, weil der Turm, denke ich, nicht so weit von der Sichtweite her zulässt, oder? Wir haben hier Suchscheinwerfer. Also ich sehe die Basis eigentlich ziemlich gut ein. Nur irgendwann werde ich vorrücken müssen. Ich sehe da an der Spitze der Staumauer so eine Hinrichtung. Eine Hinrichtung? Eine Hinrichtung, ja. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Tango ist am Eingang. Also an der konvexen Spitze. Ja. Positiv sehe ich ebenfalls drei Personen, die da versuchen, irgendjemanden runterzukicken. Naja, die werden leider von weiteren Personen nach hinten gedeckt. Ja, kann ich auch besehen. Da, um da gezielt zu schießen, muss ich näher ran. Kannst du vorher den Alarm ausschalten? Oder sollen wir das versuchen? Ich könnte es auch versuchen. Schuss flog, Schuss sitzt. Der Alarm ist jetzt aus. Ich schicke eine Drohne. Okay, ich befinde mich jetzt auf der Hälfte etwa. Meine Drohne hat irgendwelche Störungen leider. Ich kann... niemanden mehr markieren. Okay. Wie ist der beste Einstieg, wenn wir uns das über die Drohne angucken? Vorsicht, da kommt einer. Ja, die beiden Container. Einerseits der, der draußen rumläuft und der, der jetzt rausgekommen ist. Die beiden sind schwer bewaffnet. Okay, und die beiden müssen zusammen ausgeschaltet werden. Ja. Die laufen immer zusammen rum. Guck mir das mal gerade selber von der Drohne aus an. Ja. Wie das von oben aussieht. Setze Drohne ab. Wenn die beiden schwer bewaffneten Gefangenen down sind, das ist eine Menge Aufwand für einen Rebellen. Okay.
Sehen wir es als Gefallen für die Rebellen. Okay. Wir können ihr Wohlwollen gebrauchen. Wenn wir die beiden Schweren markieren und per Simultanschuss erledigen, ist der Eingang dann frei? Ja. Okay. Dann können wir bis dahin vorrücken. Ich sehe gerade noch auf dem Dach bei dem Alarmturm einen Mörser. Okay. Ich bin nicht in Range, um ihn auch nur ansatzweise zu erkennen und auszuschalten. Also die Person in dem Gebäude von den zwei Schwerbewachten sind natürlich, ist natürlich schwieriger zu erreichen, allerdings die Außen leicht. Wenn ihr den Äußeren neutralisiert bekommt, ist der da drin tot. Okay. Okay, wenn ihr es hinkriegt, dann würde ich runterzählen. Okay. Bereit. Dann 3, 2, 1, jetzt. Okay. Okay, da kommt jetzt noch ein weiterer drauf zu, seht ihr genau. Den? Ja, ja, den sehe ich mit dem weißen Tanktop. Noch einen kleinen Moment warten. Ab jetzt kann er abgeschossen werden. Okay. Okay. Vorrücken bis zum Eingang? Ja, bis zum Eingang vorrücken. Erneute Ansage, wo befand sich der Mörser? Links, auf dem erhöhten Dach vom Alarmturm. Habe ich verstanden, ich bin auf dem Weg und werde ihn nötigerweise abminen. Da befinden sich zwei Personen auf dem Dach. Eine kann dich sehen, sobald du die Treppe hochgehst. Der hat auch gerade das Fernglas ausgepackt. Okay, ich kann mit unserem Scharfschützen mitgehen zur Nahkampfverteidigung. Okay. Mörder, den mit dem Fernglas hätte ich im Visier. Ist der Einsatz autorisiert? Ja, ich weiß nicht. Er könnte gesehen werden von dem hinter ihm, aber ich würde das Risiko eingehen. Okay. Dann schieße ich in 3. Ich habe keine Zielmöglichkeiten. Ja, ebenso. Okay. Ich sehe auch die Person auf dem Dach. Okay, warte, er bewegt sich. Ja. Nee, kein Ziel. Ihr könnt aufs Dach. Okay. Ihr könnt aufs Dach vorrücken bis zur nächsten Treppe. Sie ist auf. Ja. Es ist nur der Typ beim Mörser, der in eure Richtung ansatzweise guckt. Der andere guckt genau in die andere Richtung. Okay, wow. Umgelegt. Der hintere muss. Ich glaube, es war erfolgreich, ja. Beide sind down, aber der Mörser ist ja aus Beton und hat einen riesen Radius. Gut. Ich bin bis zum Eingang vorgerückt. Oh, hier sind noch Dokumente. Okay. Auf der anderen Seite, auf dem Flachdach, befindet sich eine weitere Person, die ihr ausschalten könnt. Vorne positiv. Mit dem könnte ich treffen. Braunen Tanktop. Ja. Okay. Wir hätten hier noch mehr gefangen genommene Rebellen. 1, 2, 3, 4 Gefängnisse. Ja, kann ich bestätigen. Noch nicht. Ihr habt 6 Personen bei der Hinrichtung. 3 ja. Vorne, ein bisschen verteilter und 3 oben bei dem Gefangenen. Ja, ist zu bestätigen. Der Gefangene ist unsere Zielperson, dem darf auf keinen Fall was passieren. Der Gefangene bei der Hinrichtung? Ja. Okay, dann ist ein schneller Zugriff schwierig. So, wo jetzt Gefahr von Ich ändere nur meine Position, damit ich dem Gefangenen helfen kann. Aber die Gefahr von Kollateralschäden ist gefährlich hoch. Ihr dürft ihn auf keinen Fall treffen. Keine Querschläge. Deswegen muss ich meine Position ändern. Ich muss von der Seite rankommen. Ihr könntet quasi am Eingang, wo der große Flutlichtstrahler steht. Von da aus könnt ihr vielleicht besser schießen. Dann habt ihr es quasi von der Seite so ein bisschen mehr. Ich gehe jetzt zu dem Auto hinter der Hinrichtung. Ja, ich sehe dich. Ich nehme mich jetzt auch. Was ist zwischen den Containern, der Typ? Ist das ein Einzelner? Relativ, das ist der am weitesten hinten steht von den 6 Personen. Dann würde ich den lieben gerne bitte neutralisiert haben. Es wäre möglich, dass die anderen dich hören. Das wäre kritisch. Also ich bin jetzt in Reichweite meiner Nahkampfwaffen, mit denen habe ich eine geringere Gefahr von Kollateralschäden. Also würden jetzt alle in Person sein, dass ihr zumindest ein oder mehrere sehen ja. könnt von denen. Ja. Positiv. Okay. Dann kann Reaper anfangen. Warte okay, auf. Sie verteilen sich gerade. Wie kommt? Ja. Tango getötet. Okay.
ausgeschalten. Alle Ziele neutralisiert. Okay, das war relativ ohne Planung gerade. Ja. Ich musste handeln, weil die mich gesehen haben, aus unerklärlichen Gründen. Okay. Oh mein Gott, hier will ich nicht. So, komm mit, Junge. Sind sicher ihn, wir müssen ihn beschützen. Oh, ich hab grad megamäßig Spaß, hier runterzuspringen. Ja, aber ich würde sagen, wir müssen den guten Herrn erstmal zurückgeleiten. Ja, wir müssen ihn zum Stützpunkt Alpha bringen. Okay. Ja, hier ist doch ein Auto. Hier ist ein Fahrzeug, das ist... wollen wir die Gefangenen vorher befreien? Bin schon dabei. Ja. Haben wir noch weitere Vorräte oder Ausrüstung? Ja, wir haben hier einen Orden, den wir einsammeln könnten. Okay. Sollen wir das eben machen? Ja. Ja, dann. Wo befindet sich dieser? Da, wo der Helikopter sich befindet, auf dem Gebäude. Okay. Beziehungsweise irgendwo in dem Gebäude. Da oben auf dem Helikopterlandeplatz, hier ist rechts. Auch nicht, wahrscheinlich ganz unten. Möglich, aber man kommt nicht in das Haus rein, glaube ich. Aber es muss doch irgendwie möglich sein. Vielleicht ist der auch außen, irgendwie an der Außenmauer. Gibt es noch einen Generator? Noch ein kleiner Putz? Ich habe ihn, Putzanleger. Okay. Ah, okay. Ja, kannst du sehen. Okay. Okay, jetzt mit dem Fliehen. Das Fahrzeug ist weg. Negativ, hier vorne. Das ist ein anderes Fahrzeug, aber ich kann es auch nehmen. Ich denke, wir tun in den Kofferraum, oder? Ja. Ja, muss mit so einsteigen. Wieso, der kann auch in den Kofferraum. Kann keiner in den Kofferraum zwingen, oder? Achso, so klettert einer so in den Kofferraum. Ja. Steig ein, Junge. Wohin? Okay, geradeaus. Natürlich sehe ich jetzt nicht, was ihr macht. Also, wenn ihr den Berg unterfort, bitte vorher ankündigen. Wir geben uns Mühe. Wir geben uns Mühe. Rechts am Ende. Wir wollen DJ Pericos Radiosignal kapern. No mierda. Meine Frau liebt dieses Set. Vorne direkt wieder links. Hey, das ist der Feinkerei. Und sie? Aber er ist so witzig. Da kann ich auch nichts machen. Oh, Hedis. Also schalten wir rein. Der Straße voll. Was war das? Ich hab grad nur Knall hören. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. War wohl nur ein Hund. Hoffentlich. Hoffentlich, sagt der Kommando, der sitzt vorne mit. Na Dank. Geradeaus weiter. Moment. Was ist los? Warum halten wir? Ich hab hier eine Kiste mit Lebensmitteln. Das Sack. Kann man nur so gierig sein? Hier vorne gleich rechts. Nur noch dem Weg folgen, aber vorsichtig, nicht, dass wir den Berg wieder runterrutschen. Das wird schon nicht passieren. Dein Wort und Gottes Gehörgang, ne? Oh nein, der fährt gerade aus, schnell, Endo, wir müssen aussteigen! Was? Es rumpelt noch zu wenig dafür. Moment. Nicht so viel Schwung, das ist... Ich danke schon. Ja, ist egal, ob wir vorne oder nicht. Na dann. Gumpa, ich danke Ihnen. Die Sendung könnte ein größerer Sieg für uns sein, als uns klar ist. Oder auch nicht. Carajo, keine Sorge. Ich erledige das und dann sehen wir. Adiós, pues.
Bleiben Sie am Kartellradio dran. Läuft alles nach Plan. Hören wir Kataris Rede schneller als gedacht. Hua. Hallo, ewiger Ladebalken. Es ist schön, dich zu kennen. Ja, ich habe schwarz vor Augen. Ein bisschen. Ja. Oh, wow. Yeah. Ich habe Kataris Rede im ganzen Land gehört. DJ Perico war schon immer ein Idiot. Aber jetzt steht das Swenio wie einer da. Wie bewerten Sie die Reaktionen, die reinkommen? Wenn es nicht gerade Selfies macht, checkt mein Social-Media-Team die Online-Trends. Unter Hashtag DJ Perico gibt's jetzt schon echt lustige GIFs. Bombenende. Der Rebellenfunker macht sich mit Bowman gemütlich. Wir machen eine Menge Druck, nur damit Puck eine Rede im Radio halten kann. Bowman will vermutlich, dass die Rebellen das für ihre eigene Operation halten. Die Lorbeeren dafür ernten sie ja sowieso. Also weiter. Ihr Team soll sich bereit machen. Ramon Feliz ist ein beliebter bolivianischer Blogger, der für das Kartell arbeitet. Gewöhnlich schreibt er über Santa Blancas Wohltätigkeitsevents. Aber heute Morgen hat er gemeldet, das Kartell handle mit Kindern. Ich wette, jetzt ist jemand sauer. Sorgen macht uns vor allem Swenio. Finden Sie Feliz und sichern Sie den Beweis, bevor ihn das Kartell mundtot macht. Klingt ja ganz einfach. Nehmen Sie alles mit, was geht. Er muss reichlich Dreck über das Kartell haben. Er lebt in Santa Elena. Ich schicke Ihnen die Adresse. Nomad Ende. Was hat Bowman uns jetzt gerade für Infos gegeben? Scheint irgendwie, ich weiß nicht, Kinderhändler oder sowas zu sein. Aber diese Rede hat einiges bei den Einheimischen bewirkt. Pakatari berichtet, dass sich immer mehr dem Kampf gegen Santa Blanca anschließen. Hoffen wir, dass es der richtige Zug war. Ich werde immer nervös, wenn ein Mitspieler zu stark wird. Haben Sie Angst, dass die Sozialisten einen auf die Gehose machen? Sie sind so ein Relikt des Kalten Krieges. Sagt die CIA-Agentin in Lateinamerika. Wir ziehen weiter. Ich melde mich. Okay. Gut. Dann haben wir wieder ein Gebiet fertig. Okay. Wollen wir nach Malka runterfahren, im Süden? Da waren wir jetzt eh schon zu großen Teil. Ja, noch Kinder. Ja. Gut, dann... jetzt nach rechts abbiegen und erstmal der Straße folgen. Ja, mit dem Wagen hier haben wir eine gute Straßenlage. Hm. Wir können uns gleich nochmal einen Helikopter leihen. Also gehen wir denn zurück? Hm? Wann gehen wir denn zurück? Irgendwann bestimmt. Ja. Oder durch Borgen erworben. Wir klauen nicht, wir leiden nur für eine bestimmte Zeit. Doch, es ist das nächste Mal, wenn du im Supermarkt noch was mitnehmen musst. Genau. Jetzt gibt's tote Oma. Wir halten uns ein bisschen rechts. Rechts? Ja, nicht so doll. Fick dich, Scheiße. Nein. Ich hab nur den Fehler ausgeführt. Ein bisschen. Ja. Deutet auf der Straße. Ja, ich brauche klarere Anweisungen. Ich glaube, wir müssen uns einen neuen Fahrer besorgen. Wenn ich jetzt geradeaus sage, dann fährst du auch nicht da hoch, oder? Nun. Das hast du ihn jetzt nicht ernsthaft gefragt. Anhalten. Da oben ist unser Helikopter. Ich glaube, ich möchte fliegen und nicht mehr fahren. Wollen wir den Berg nicht hochfahren? Ich fahre. Nein. Halt!
will nicht laufen. Ja, nee, ist klar, da fährst du lieber mit dem Verrückten. Oh. Prima! Alter! In meine Schwur reingelaufen. Jetzt war schon Kommando, das ist am Anfang des. Das hat weh getan. Ungefähr mit dem. Ja, da unten war Unida. Sie sind in meine Spur gelaufen. Du bist mir in den Rücken gefallen. Nein. Wo er in den Rücken gefahren? Nur mal schnell. Jetzt kannst du was lernen, Kollege. Nein, Bauch. Umgelegt. Keine extra Bürste, einfach zu klein. Wieso? Der Typ ist tot. Ja, trotzdem war es knapp. Also, wir fliegen geradeaus. Und dann so ein bisschen nach rechts. Wobei, vielleicht auch ein bisschen mehr nach rechts. Da, wo die Zickzackstraße den Berg hochführt, da oben müsste so ein kleines bisschen Gebäude und so weiter sein, neben der Schrift. Ich glaube, das ist schon das hier rechts vorne. Okay, ja, doch halber Höhe. Ja, Informationen sammeln. Ist mit Gegnern zu rechnen? Ist mit Gegnern zu rechnen, ja. Da sollen wir schon wieder landen können. Vielleicht hier rechts oben, ist ein bisschen flach, oder? Reicht das? Ja, das sieht gut aus. Okay. Okay. Sehr schön. Hier ein Tanker am Eingang. Wir sehen einen Turm. Genau. Oh, meine Drohne funktioniert wieder. Sehr schön. Ich sehe einen am Eingang des Geländes, die drei. Genau. Ich sehe einen, der aus einem Gebäude rauskommt. Den Blechschuppen. Die drei könnte ich ausschalten, ebenso wie die zwei. Musste weiter vorrücken. Zwei und drei können ausgeschaltet werden. Beide down. Eins noch nicht. Befinde mich jetzt hinter dem Wasserturm. Okay. Nummer 4 nicht mehr in Sicht, befindet sich beim Zelt. Mhm. Wann war bist du bei Enno, beim Wasserturm? Negativ, noch nicht. Den aber. Kannst du eins in Sichtweite? Eins noch nicht. Befinde mich jetzt beim Wasserturm. Ah, nicht zu viel Krach mit den Fässern hier machen. Ach du wolltest doch Öl. Okay, soweit ich das sehen kann, befindet sich niemand mehr außer die vier auf dem Gelände. Und die eins steht am Mineneingang und hinter ihm ist auch frei. Das heißt, die eins und die vier können ausgeschaltet werden. Okay. Wann war es denn Pick auf 4? Noch nicht. Wir geben mich aber zu ihr. Ja. Der tüdelt da irgendwas am Tisch rum, guckt also gerade nicht. Zelt, okay. Ja. Wenn ihr euch von seiner Seite aus ranschleicht, dann dürft ihr euch gar nicht bemerken. Von der anderen Seite weiß ich es nicht. Ist erledigt. Okay. Aber. Okay. Dann vermute ich mal hier in dem Gebäude bei uns. Bei den nee, hier ist kein Eingang. In dem Blechgebäude vorne an der Straße. Vorräte. Verbindung Nachschub gefunden. Hält. Ja. Hinten ist noch ein Backsteinhaus. Vielleicht dort. Aber das ist kein richtiges Haus. Negativ. Sollte hier vorne sein, theoretisch. Ja, hier müssten Informationen sein. Na, ich sehe die Informationen. Ach, sehr gut. Wollen wir wieder blinden. Sehr gut. Ich höre gerade, dass sich Alchidos Agent mit Santa Blanca Leuten trifft. Es wird kein Ort genannt, aber... Moment. Wir haben die Adresse des Hotels, wo der Assistent des Agenten für eine Nacht eingeschaltet hat. Assistent des Agenten? Ja, in der Mine. Typen reisen gerne mit Entourage. Das macht sie wichtig. Der schläft. Finden wir den Assistenten.
Vielleicht führt er uns zu seinem Boss. Befindet sich dementsprechend in der Mine etwas? Ich befinde mich am Eingang der Mine, kein Kango in Sicht. Theoretisch sollte hier noch ein Orden auf uns warten. Okay. Ich bin unsicher, wo das genau ist. Eigentlich hätte das hier sein müssen, hier draußen. Ach, ich sehe ihn. Okay. Was sagen, wie liegt er hier? So genau. Kommen wir jetzt aus der Mine raus. Okay. Wann war alles gut? Ja, alles super. Bist du in der Mine? Ich war in der Mine, beziehungsweise bin noch, aber nicht mehr lange. Okay. Die ist nicht so verwinkelt wie die andere. Wo befindet sich der Orden? Verlaufen. Ah, ich sehe ihn schon, ja. Ah, endlich eine neue Sturmmaske hinter der Maske. Also, wir können uns direkt hier um den Assistenten des Agenten kümmern. Das ist hier in der Nähe. Ich denke, das machen wir auch. So, ich nehme an, wir fahren. Ja. Das ist ein angenehmeres Auto. Wenn wir damit durch die Gegend fliegen, können wir schnell raushüpfen. Mhm. Wir fahren nach links. Okay. Sackgasse. Einmal zurücksetzen, bitte. Es müsste hinter uns weiter runtergehen. Da können wir niemanden abholen. Oh, wir okay, sind zu schnell. Rechtskurve. Na, oh, Gottes Willen. Die Kurvenlage ist super. Oh, hier ist wieder Vegetation. Endlich. Ja, die Kurven sind ein bisschen fies. Jetzt auch fiese Linkskurve. Genau. Wir müssen gleich vorsichtig sein. Wir dürfen nicht entdeckt werden bei dem Einsatz. Wir sollen den Assistenten von... Warte, wie heißt der? El Cidos Agenten. Stopp. Müsste sich hier irgendwo befinden. Hier ist eine, naja, ein Gebäude. Auf der Straßenecke. Ja, das ist das Gebäude. Dort soll er sich befinden. Und auch ein Informationslager für uns. Aber erstmal müssen wir ihn hier. Ich glaube, ich sehe ihn. Mitnehmen. Ja, ich sehe ihn, er hat einen Anzug an. Was tun wir? Schnappen wir ihn, geht bei. Ist hier sonst noch jemand? Gute alte Beschattung. Beobachten wir, was er tut und wen er trifft. Bleibt außer Sicht. Sieht er uns, haben wir nichts. Okay, mir wurde gesagt, wir sollen beschatten vielleicht. Ja. Also schön Abstand halten. Ich hol mir schon mal unser Fahrzeug zurück. Vielleicht steigt er auch in ein Kfz. Anschnallen, Leute. Ja, er fährt los. Okay. Okay. Ich komm. Halt. Ansonsten. Ja. Wo lang? Und los. Rechts. Okay. Benötige das Automodell. Ist das vor uns? Ist eine Limousine. Ja, ist gerade nach links abgebogen. Lieber ein bisschen Abstand halten. Er ist angehalten. Vorsicht. Ah, ich sehe die Limousine. Weiße Limousine, ja. Ja, irgendwas macht er da doch, oder? Ja, hier ist so ein Villa-Gebäude. Moment, ich nehme mal die Drohne. Moment, der Assistent geht in dieses große Gebäude.
Der Agent könnte hier seinen Kartellkontakt treffen. Wir müssen die Unterhaltung abhören. Können wir uns da drin gut bewegen? Wir schicken eine Drohne und nehmen es auf. Ich will nicht entdeckt werden. Okay, da müssen wir mit der Drohne rein. Ihr könnt auch eure... Was? Wir können auch eure Drohne reinschicken. Vielleicht hört ihr besser als ich. Die Drohne fliegt. Setze Drohne ein. Müssen nur gucken, dass uns keiner sieht. Okay. Bei dem Turm, wo das Bild mit dem Sensenmann ist. Ja. Da ist ein Fenster hinten offen. Wir werden gesehen. Das Auto hinter uns. Okay. Setze Drohne ein. Die Batterie meiner Drohne sind nicht stark genug. Ziel Nummer 3. Macht 5 Tangos. Aber ich traue euch schon. Ah, ich werde unwieder bemerkt. Ich höre oder? Das Gespräch, aber. Wurden wir bemerkt? Noch nicht. Ich denke schon. Ja, irgendjemand. Wir standen nicht optimal. Irgendwie wurde das Auto, glaube ich, bemerkt. Das Auto glaube ich nicht, weil das ist Santa Blanca. Das gehört zum Kartell. Ja, aber wir in dem Auto wurden bemerkt. Achso, ja gut. Ich bin immer wieder aus der Drohne rausgeflogen mit dem... Das... Wobei wir halt gesehen wurden. Bestätigt aber die primäre Vorgehensweise. Hinlaufen, umschauen und Party machen. Ja. Müssen wir dem jetzt schon wieder hinterher fahren? Oder? Nein, da oben befindet sich das Gebäude, da müssen wir hin. Wir können zu Fuß quasi auf das hübsche Bild zulaufen. Warnung, bei einem der Gebäude rechts von unserem Enno, glaube ich, sind Gegner. Ich wurde ja, Jod, das sind auch Gegner. Verdammt. Enno ist gefallen. Oh Gott, ah! Okay. Okay. Vorsichtiger. Mhm. Was sagen eigentlich die Speicherkarten? Ja, sind so ein bisschen voll. Bisschen Stauraum. Ja. Okay. Vorsicht, wir werden entdeckt. Noch auf wann wir warten? Warte, er ist hinter uns. Okay. Niemand nähert sich dem anderen Gebäude. Okay. Eieiei. Oh. Die vom Morgen. Ist der noch schwarz vor Augen, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Das Einstiegsgebiet war nicht optimal. Boah, das war Hammer. Vorsicht! Okay. Hier ist große Feindaktivität. Ja, niemand nähert sich dem großen Gebäude. Der Tango ist tanzen. Mhm. Wann war? Ja, stehen bleiben. Wir müssen das alles erst geklärt haben, bevor wir uns nähern. Statt gerade durchzurennen, wäre mein Vorschlag, der Straße links lang zu folgen. Die dürfte auch oben entlang führen. Da beim Helikopter oder ist das Reaper? Ich bin beim Heli gerade, ja. Achso. Ich meine, die Straße. Am See lang? Genau, links von uns am See. Ich versuche mich den ganzen von hinten zu nähern. Vielleicht. Okay. Am See lang ist eine gute Option, das machen wir. Okay. Wobei, wir müssen auf Fahrzeuge achten, jetzt entgegenkommen, nicht, dass es Unidats sind. Oh, wir haben ja noch einige Gebäude als Deckung.
Ja, es müsste gehen, weil das nur ein Seitenweg ist. Theoretisch ja, sollten wir nicht so groß sein. Ja, der Seitenweg ist gut. Sollten wir alle machen. Moment, ich stoße zu euch. Ich befinde mich jetzt in der Ruine, letztes Gebäude des, des kleinen Weges. Was explodiert hier? Es war ein Hubschrauber, der meinte, er müsste einen Kopfstand machen und dann wieder auf seinen Kufen landen. Wo sind noch Gebäude? Hm. Hanwa, wo bist du? Ich bin auch bei dem großen Gebäude. Ich bin auf dem Marktplatz. Also ich bin in absoluter Sicherheit, ich kann meine Drohne losschicken. Okay. Rücken wir vor. Ja. Machen wir weiter. Ich höre jetzt das Gespräch ab. Okay. Irgendwo sind hier Schüsse. Ja, auf mich. Das war's. Ich kann da nichts. Ich konnte da nichts für. Ich stand die ganze Zeit an derselben Stelle hinter Deckung und auf einmal bim 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 bim. Okay. Wir gehen jetzt alle den Weg bei dem See lang. Mhm. Es war halt der Marktplatz, der war vollkommen leer. Ich saß da und hab einfach nur in meine Weltgeschichte gestarrt und auf einmal bim 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 und ich war tot. Beziehungsweise musste halt mich verteidigen. Okay. Ja, anwesend. Schick von hier aus einmal die Drohne los und guck. Mhm. Drohne fliegt. Ich muss ziemlich sicher noch näher ran für meine Drohne. Aber der linke Weg, sagtet ihr, sei sicher? Ne, das hier ist schon die linke Straße gewesen. Ist ja. Wo warst du, wann war? Ja, ich bin an euch entlang gelaufen. Also theoretisch würde ich sagen, wenn wir hier an der Hauptstraße lang gehen. Ja. Oder quasi hinter den Häusern parallel zur Hauptstraße, also links. Da ist so ein kleiner Laden. Da könnten wir ungefähr über die Straße und da dann an den Felsen vielleicht hoch. Wisst ihr, wo ich meine? Nee, ganz ansonsten nicht ganz genau, aber ich kann es mir dort zumindest denken. Ah, da, wo die Lichter ausgeschalten wurden. Also wir sind hier jetzt zu dritt. Mal ausgemacht. Also ihr seid bei mir zu dritt. Mhm. Und jetzt hier hinter den Häusern lang, damit uns keine bösen Leute sehen. Noch ein Stück weiter und das hier ist der Laden. Da oben, okay. Und entweder, ich glaube, von hier aus reicht das mit den Drohnen noch nicht. Deswegen würde ich sagen, wenn wir hier so schräg links die Felsen hochgehen, vielleicht ist das ganz gut. Ja. Und quasi von den Plateaus oben. Ja, das sieht gut aus. Müsste die Kletterfähigkeit von uns nicht gut genug sein? Na, anscheinend nicht. Ich glaube, von hier aus könnte es langsam gut gehen. Bei deiner Drohne vielleicht auch meiner? Na, ich habe meine aus China gekauft, die ist nicht so gut. Billig Dinger. Ich glaube, von hier aus kriegt das jeder. Ja. Wie sieht es um die Lautstärke der Drohne aus? Wie lange können wir uns den Fenster nähern? Setze Drohne zurück an die Arbeit. Kommt immer drauf an. Also ich höre das Gespräch jetzt schon. Ich habe noch ein Dachfenster gefunden, ich kann gut mithören. Wir haben was wir brauchen, gehen wir. Baumann, wir haben El Chinos Agenten zu einem Treffen mit Santa Blanca verfolgt. Die Jungs vom Kartell verteilen großzügig Werbematerial. Es gibt einen Promo-Truck, der durch ganz Bolivien fährt. El Chido verschafft Santa Blanca viel Einfluss.
Das ist ein Propagandatruck. Ja. Also schalten wir den Promotor aus. Fast gesehen worden. Es reicht nicht, den Truck hochzujagen. Oh, auf dem Plateau fast gesehen? Mega tief. Ich bin unten. Wir tauschen den Truck einfach gegen einen so. C4 aus. Hab ja ein Tango ausgeschalten. Ich bitte Pacatarius, einen identischen Truck zu besorgen. Wenn er mit der Werbung zurück zum Lager fährt, sprengen wir ihn. Klingt riskant. Haben Sie denn schon einen Truck? Ich kümmere mich drum. Sie schnappen sich den Truck. Halten Sie die Augen offen. Vielleicht können wir dem Kartell hier ja noch anderweitig schaden. Meine Drohne ist aus. Klar, wir kümmern uns drum. Ja. Okay, Baumann will, dass wir irgendeinen Truck klauen. Mhm. Ich will, glaube ich, eher, dass wir die Speicherkarten wechseln. Ja, ja, da bin ich auch für. Ja. Gute Idee. Ja. Entschuldigung. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut bei dem anderen vorbei. Ich glaube, wann war es? Mhm. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.